Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute gucken wir in das nächste Vegan Beauty Basket. Das hier ist meine zweite Box. Falls ihr die erste aufsehen wollt, habe ich sie euch unten verlinkt. Und wir wollen gar nicht lange drum herum reden, wir gucken direkt rein. Neben der Box, die wie immer in diesem schwarzen Pappkarton kommt, gibt es auch jedes Mal eine Vegan World Zeitschrift mit dazu. Das Thema ist diesmal Around the World. Da bin ich schon gespannt, was da drin steht. Beim letzten Mal waren interessante Artikel über Bienen drin und auch ein paar leckere Rezepte. Und da bin ich gespannt, was es diesmal hier zu lesen gibt. Freue ich mich immer, wenn das dabei ist. Und hier ist sie endlich, die Box. Ich kann es kaum abwarten, endlich reinzugucken. Ich muss gestehen, ich habe schon reingespinst. Aber ihr seid bestimmt trotzdem gespannt zu sehen, was drin ist. Wie immer super niedlich verpackt mit einer kleinen Schleife und dann gibt es noch ein paar Flyer dazu. Und zwar haben wir diesmal einen 5€ Gutschein von Pure Skin Food. Sehr gut. Eine Postkarte. Entdecke den Whipster in dir. Ah, mit einem 10€ Gutschein auf der Rückseite. Da sehen wir gleich mal, was es damit auf sich hat. Und dann haben wir hier wie immer auch die Produktkarte oder halt eben diesen Produktflyer. Aber da gucken wir jetzt noch nicht rein. Wir wollen ja ein bisschen die Spannung aufrecht halten. So, dann mache ich einmal hier die Schleife auf und wühle mich durch das Seidenpapier. Fangen wir direkt mal mit einem Produkt an, das ich schon kenne oder von dem ich wusste, dass es enthalten sein würde. Und das ist dieses hier. Das ist ein Nagellack von Nailberry. Die Farbe ist Le Temps de Cerise. Die Zeit der Kirschen auf jeden Fall. Das war das Auswahlprodukt in dieser Box. Falls ihr das noch nicht kennt, in jeder Box gibt es ein Produkt, bei dem man sich die Farb- oder Duftrichtung aussuchen kann. Das finde ich super, damit man eben nicht Farben oder Düfte bekommt, die man gar nicht verwenden würde. Und ich habe mir halt eben dieses dunkle Rot hier ausgesucht und ich habe es auch schon getestet auf meinem Daumen. Super Farbe für den Herbst, würde ich sagen. Also super schönes, dunkles Kirschrot. Da passt dann der Name wohl auch. Und genau, das ist keine direkte Naturkosmetik, soweit ich weiß. Aber irgendwie 11-free oder auf jeden Fall sowas um den Dreh. Bin ich auf jeden Fall super gespannt, das auf allen Nägeln auszuprobieren und ob der gut hält und ob sich die 20€, die der sonst kostet, ob die sich wirklich lohnen für einen Nagellack. Dann steigt mir hier schon so ein Duft in die Nase. Ist jetzt nicht mein Lieblingsduft, aber gucken wir mal, wo der herkommt. Ich glaube, es ist das hier. Ein Riesenprodukt. Von Human and Kind, glaube ich. Human und Kind. Human and Kind, wie auch immer. Ein Body Scrub, also ein Körperpeeling in dieser wirklich wunderschönen Verpackung. Die, finde ich, sieht echt ansprechend aus. Schön bunt. Was ist das für eine Duftrichtung? Also es ist auf jeden Fall das, was ich, glaube ich, gerade gerochen habe. Ja, ich kann es aber irgendwie nicht festmachen. So eine Mischung aus Teebaumöl und Zitronengras vielleicht. Was steht denn hinten drauf? Bambusextrakt, Aloe Vera und Kornblumenwasser. Da kann ich jetzt keinen wirklichen Duft von jeweils identifizieren. Riecht auf jeden Fall natürlich. Aber auf jeden Fall lecker. Also es soll ein Duschpeeling sein. Mal gucken, wie das aussieht, wenn ich hier ein bisschen quetsche. Aha, seht ihr das auch? Das ist durchsichtig. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Da freue ich mich schon drauf, das auszuprobieren. Peeling ist immer gut. Ich gucke noch einmal gerade in die Produktkarte wegen des Preises. 14,95 € für ein Peeling. Wow. Machen wir weiter. Oh, da habe ich was Interessantes. Was ist das? Ah ja, hier haben wir was von Pure Skin Food. Und zwar eine Purifying Green Beauty Mask. Cool. Eine Maske in einem Glastiegel. Oh, ich liebe das, wenn da auch immer hinten die Siegel drauf sind. Also, dass man weiß, dass es tierversuchsfrei ist und organisch. Also, es ist zertifizierte Biokosmetik. Super. Und was das genau ist, eine klärende und heilende Bio-Gesichtsmaske mit Superfoods für unreine Haut und Mischhaut. Okay, ich habe eher trockene Haut, aber probiere ich es trotzdem gerne mal aus.
Es ist also ein Pulver, man mischt sich das also selbst an, es ist keine fertige Maske. Das ist gut, das bedeutet nämlich, dass das länger haltbar ist. Das riecht aber lecker. Das riecht, als könnte man das essen. Lecker, das riecht so nach getrockneten Maulbeeren oder Goji-Beeren, die riechen und schmecken ja so ähnlich. Es riecht wie was, das man sich in den Smoothie tun würde. Cool. Boah, da bin ich echt gespannt drauf. Das probiere ich auf jeden Fall aus. Der Preis. 19,90 Euro. Wow. Jetzt sind wir inzwischen mit dem Warenwert schon über dem Preis der Box. Weit über dem Preis der Box. Als nächstes habe ich hier so einen kleinen Umschlag von I plus M oder I plus M plus wie auch immer. Da war ja letztes Mal schon die Gesichtspflege drin. Die mag ich auch super gerne. Mein Freund liebt die auch. Wir verwenden die beide. Und jetzt haben wir ein Glanzshampoo, Zitrone, ein Pröbchen. Gilt das als ganzes Produkt? Ich bin nicht sicher. Steht in der Produktkarte. Es ist auf jeden Fall als sechstes Produkt aufgelistet. Da steht auch Probe, also kein Preis dabei. Aber ich glaube, das ist immer so, dass man 5 Produkte bekommt und eine Probe. Ich glaube, das war beim letzten Mal auch so. Aber das ist ja gut, da bin ich gespannt, das auszuprobieren. Ist auch für die Reise immer ganz cool. Und noch 2 Sachen. Und zwar haben wir noch ein Produkt von I plus M. Und zwar ein Hands and More Nagelöl mit Vitamin E. Cool, hier so ein Roller. Mit dem Nagelöl drin. Das riecht gut. Das riecht ein bisschen zitrisch. Ich probiere es gleich mal aus. Meine Nägel können das immer gebrauchen. Oh ja. Lässt sich super auftragen mit dem Roller. Und ist nicht so fettig ölig. Ist sehr, also es zieht super schnell ein. Ist sehr dünn. Und es riecht ganz zart. Sehr lecker. Irgendwie blumig, zitrisch. Lecker, auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. Und es kostet 8,90 Euro. Wow, also das finde ich cool. Das sind so Sachen, die mich auch wirklich interessieren. Also für so Nagelpflege bin ich immer zu haben. Aber ich würde nie 8,90 Euro dafür ausgeben. Deswegen finde ich das super, dass es jetzt hier drin ist und ich das testen kann. Und wenn es mich wirklich überzeugt, dann kaufe ich es vielleicht auch irgendwann nach, falls es mal leer geht. Ist aber auf jeden Fall super viel drin. Dann haben wir noch ein letztes Produkt, das in so einer super hübschen Verpackung kommt. Von der Marke Cascoon. Da war auch eben hier diese Whipster-Postkarte von. Und zwar ist es, soweit ich das hierauf lesen konnte, eine Marke oder eine Webseite, wo man seine Kosmetik selber mischen kann. Also wo man die Rohstoffe bestellt, die dann in der richtigen Menge geliefert werden. Und scheinbar führen die aber auch fertige Produkte. Und ja genau, Cascoon Naturkosmetik selber machen. Das ist interessant und da war ja auch der Gutschein. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Und in dieser hübschen Verpackung verbirgt sich, oh, das kann man hier so schön aufklappen, ein Lippenbalsam. Oh, wie schön, in der Duftrichtung Jasmin. 100% lovely, süß, DIY Naturkosmetik. Cool, steht auch ein Haltbarkeitsdatum drauf, ist aber verwischt, kann ich nicht lesen. Oh, ich liebe Jasminduft und der riecht auch so super lecker. Ist hier so eine gelbliche Farbe, also kein durchsichtig, aber ich denke mal, wenn man ihn aufträgt, sieht man nichts. Ja genau, ich habe ihn hier mal getestet. Ich muss gestehen, ich habe ihn noch gestern schon probiert und er hat sich echt super auf den Lippen angefühlt. Boah, ich bin so begeistert von dieser Box. Also das waren sie, die 5 tollen Sachen plus die eine Probe. Boah, ich bin richtig glücklich mit diesem ganzen Konzept von dem Vegan Beauty Basket. Es war zwar diesmal nichts so wirklich Dekoratives dabei, abgesehen von dem Nagellack, also nichts an Schminke. Aber das finde ich eigentlich auch mal ganz gut, weil ich habe ja sowieso schon ziemlich viel. Bin echt gespannt, all diese ganzen Sachen auszuprobieren und freue mich total darüber. Und kann es kaum abwarten, wenn in 2 Monaten die nächste Box kommt. Ich glaube, ich werde mein Abo auch verlängern. Was meint ihr? Habt ihr die Box auch? Hat euch das gefallen?
Habt ihr noch irgendwelche Fragen, dann sagt Bescheid. Ansonsten nehmt es mir nicht übel. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen mit meinen schönen neuen Sachen mich beschäftigen. Und euch wünsche ich alles Gute und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.